Ja, der Schneefall ist echt gigantisch. Man könnte da eigentlich permanent filmen, was da runterkommt. Die Frage ist nur, wie lange es anhaltet. Wie lange es anhält. Es ist am Radar, schaut es nicht spektakulär aus. Aber wenn man da schaut, wie da der Wind den Schnee runtertreibt. Der Wind kommt, dann sieht man, wie das weht. Es ist ja reiner Pulverschnee bei minus 2,2 Grad. Aber es kommt, wie gesagt, nur in Wellen. Es ist immer schwer einzufangen mit der Kamera oder mit dem Handy jetzt in dem Fall, wo der Wind gerade den Schnee von den Dächern bläst. Aber es ist imposant, wenn man denkt, dass es eigentlich nur in den Alpen so extrem derzeit ist. Außerhalb hat es plus gerade immer noch. Aber jetzt ist wenigstens die Farbe halbwegs richtig. Ja, man kann sich gut ausrechnen, wenn es so schneit bis zum Abend, was dann zusammenkommt. Ja, wie gesagt, die 5 Tage bis Sonntag, morgen soll es weniger sein, aber bis Sonntag könnten an die 90 cm hier zusammenkommen. Bei Okklusion natürlich noch viel, viel mehr. Jetzt muss ich irgendwo schauen, wo ich das dann auch messen kann, wie viel es geschneit hat, weil es sehr schwierig ist eben durch den Wind. Da sieht man, dass der Wind hinten. Naja, man kann es schlecht erkennen, da ist so Ziegeln stehen da und die sind umgeweht worden. Die lehnen jetzt an dem Aluhäuschen. Tja, da ist jetzt wieder da, wird jetzt, da sieht man, wie es wieder wegweht vom Dach. Ja, da könnte man viel drehen heute. So interessant schaut es aus.